Heyo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Perfect World. Ja, ich habe meinen Charakter ein bisschen verändert. Nein, Quatsch, ich bin dahinter. Ja, willkommen zurück bei Perfect World Eclipse. Ich bin mir momentan, was meine Projekte angeht, nicht so ganz sicher. Ich fange einfach mal direkt an. Es geht direkt los mit Themen. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht mehr, was ich tun musste. Kleinen Moment. Kranichseele musste ich. Oh, ist es denn wahr? Okay, es gibt wahrscheinlich kein Video mehr auf meinem Kanal, das ohne Facebook geht. Die sehen cool aus. Bin mir momentan, was meine Projekte auf dem Kanal angeht, nicht mehr so ganz sicher. Paradise ist mehr oder weniger tot. Nein, nicht ganz tot. Aber es passiert halt nichts mehr. Auf dem Server ist seit Ostern nichts mehr passiert. Ostern ist jetzt 2 Wochen her. Ungefähr. Auf jeden Fall, es passiert einfach nicht mehr sehr viel bei Paradise. Und ich finde es auch ein bisschen blöd, wenn ich halt immer alleine aufnehmen muss. Deswegen wird es da wahrscheinlich die nächste Zeit nicht mehr so furchtbar viel geben. Es sei denn, ich kann mich mit einem der Jungs irgendwann mal absprechen, dass wir halt mal zusammen was aufnehmen oder so. Und ansonsten, das war's schon. Cool. Ansonsten wird es jetzt erstmal mit den Online-Spielen weitergehen. Sprich, Perfect World, Neverwinter. Die zwei werden jetzt halt dann hauptsächlich kommen. Und ich hatte mir überlegt, da ich diese Sache mit Dark Project momentan nicht so ganz hinbekomme, würde ich gerne mit Harry Potter weitermachen. Weil da fehlt ja noch der 4., 5., 6. und 7. Teil. Ich habe ja nur bis Teil 3 gespielt momentan. Und den 4. wollte ich einfach noch ein bisschen abwarten, weil ich glaube, ich hatte das in meinem Vlog schon mal angesprochen. Ich finde diesen Part einfach nur ganz, ganz schrecklich. Also diesen Teil von den Spielen. Ihr werdet dann, wenn ich ihn Let's Playen sollte, bemerken, warum ich den so schrecklich finde. Für diejenigen unter euch, die ihn kennen, dann wisst ihr es wahrscheinlich schon. Aber es ist einfach ganz, ganz schrecklich. Deswegen mal schauen. Ich werde ihn wahrscheinlich heute sogar noch anfangen zu zocken. Und mal gucken, wann ich es dann halt anfange hochzuladen. Aber dadurch, dass ich ansonsten halt im Moment nicht wirklich viele Projekte habe, beziehungsweise dadurch, dass meine Projekte sich so nach und nach ins auflösen, sage ich mal, ja, wird es dann wahrscheinlich erstmal damit weitergehen. Mutig und willig, tatsächlich mal, wie auch immer. Ach so, das ist Quest. Dingsbums, okay. Mutig und willig. Ja, ich bin willig. Tatsächlich. Mang Mang, der Terrorist, hatte, was euch angeht, recht. Ich werde euch helfen, diese Kranichseele mit euren eigenen spirituellen Energien zu verbinden. Die Zeit als geistlicher Eingeweihter ist vorüber. Es ist an der Zeit, euer Training als geistlicher Adept zu beginnen. Ja, Mann! Geistige Bildung for the win! Danke, ich werde euch nicht enttäuschen. Holy shit, ist das geil! Oh mein Gott! Was war das? Was macht das nochmal? Oh mein Gott, das war cool. Boah, war das gut. geistige Bildung hat geistlicher Adept erreicht. Eine Kranichseele ist verschwunden. 60 Ruf verdient. Maximales Ki um 99 erhöht. Verdammtes Facebook. Ja, ich. Wo macht man das? Das war so cool. Okay, ja. Fähigkeiten verbessern. Geht nicht. Ich will. Hallo? Ich bin Level 9. Ach so, ab 19 verbessern sich wieder meine. Und ihr jetzt? Jetzt habe ich keine Quests mehr. Das ist bei Perfect World immer noch so ein Problem, was ich ehrlich gesagt ganz, ganz schrecklich finde. Titelereignis, wie auch immer. Wenn ihr Level 100 erreicht. Ach du Scheiße. Okay. Ja, das finde ich immer noch ein großes Problem hier bei Perfect World. Wenn man gerade keine Quests hat, dann findet man auch keine. Hallo, kann ich mit dem jetzt nicht mehr quatschen oder was? Geht nicht mehr? Doch, geht noch. Aber wie? So, ah, okay. Ich will mich wie verrückt aufs Ohr hauen. Mach das, aber ich glaube, das tut weh. Okay, wo gehe ich denn jetzt mal hin?
Gehen wir mal Karte, 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 Karte. Was haben wir denn hier noch? Tau ist so, ja, bei dem bin ich ja gerade. Aber bei dem habe ich nichts mehr. Siegel, Palast, Gottes Auge, irgendwas. Altar, das schießt mich tot. Ich habe halt irgendwie keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Horizont, Dachboden. Ist geil. Alte Sonnentempelruinen. Ich bin im Prinzip alles hier schon mal habe ich mal überflogen sozusagen, als ich meine Intros gemacht habe. Aber ich habe halt jetzt, ich gehe einfach mal dahin. Hier so, da, da. Ups. Hallo? Karte. Ich will dahin. Los. Ich würde ja auch super gerne fliegen eigentlich. Aber könnte sich halt ein bisschen schwierig erachten. Herausstellen. Erachten. Was rede ich hier für einen Scheiß? Das ist nämlich auch das Problem, wenn ich Minecraft jetzt immer nur noch alleine aufnehmen würde, würde das daran ausarten, dass ich irgendwie versuche produktiv zu sein und irgendwelche Blödsinn labere und darauf, ja gut, ich möchte euch das eigentlich nicht unbedingt antun. Dementsprechend wird es jetzt wahrscheinlich erstmal eine Pause bei Paradise geben. Es sei denn, es kommen jetzt mit einem Schlag irgendwie 5 neue Leute dazu und das wird wieder richtig voll. Also wir hatten auch wirklich schon Momente in dem Spiel, wo wirklich 5, 6 Leute gleichzeitig auf dem Server waren. Das Problem ist nur, dass dann zum einen keiner Bock hat aufzunehmen. Blöd halt. Oder, dass... wir haben ja noch nicht mal die Taverne eingeweiht, fällt mir gerade ein. Ich habe extra Kugelfische geangelt ohne Ende, damit wir dann richtig genial die Taverne einweihen können. Ist aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen, weil der Taverneninhaber, sprich Elmo, irgendwie nie gleichzeitig mit uns online war. Das war immer so ein bisschen blöd. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier eine Quest finde. Ich würde sagen, ich unterbreche das Let's Play ganz kurz und suche eine Quest oder gucke, wo es weitergeht. Und wenn es dann weitergeht, dann kann ich auch mit der Folge weitermachen, würde ich sagen. Also, bis gleich. Also, eine Quest habe ich noch gefunden. Ich bin jetzt hier zurück in dieser Stadt Lorelei irgendwas. Also hier oben auf jeden Fall. Loreway. ja, danke. Und habe hier noch eine blaue Quest allerdings gefunden. Ich meine, das wären Daily Quests, wenn ich mich nicht ganz irre. Und dementsprechend haben die halt nichts mit der normalen Questreihe zu tun. Jemand hat mir vor kurzem zugetragen, dass die Fische im Fluss im Süden sich merkwürdig verhalten. Doch ich denke nicht, dass dies auf den schändlichen Einfluss des Trunkenboldaffen zurückzuführen ist. Könntet ihr dorthin gehen und euch einmal umsehen? Ja gut, klar, kann ich tun, aber bringt mir das irgendwas? Ja, gucken wir mal, ob mir das irgendwas bringt. Tief irgendwas? Tieftrauriger Fisch, oh. Wir müssen ihn aufmuntern. Ich glaube, wenn wir ihm eine dicke, fischige Umarmung geben, dann wird es ihm wieder besser gehen. Ja, wo muss ich jetzt hin? Ach, da zum Fluss. Okay, ist nicht so weit. Langschweif-Flamingo. Ich bin jetzt natürlich nicht die ganze Map abgelaufen auf der Suche nach neuen Quests. Ich habe einfach geguckt, wo es am ehesten welche geben könnte, weil da halt einfach viele NPCs rumlaufen. Da ist mir halt hier oben direkt diese Stadt eingefallen. Ach, diese Fische. Ah. Ach, muss ich nur hingehen? Muss ich die gar nicht angreifen? Doch, ich muss 3 davon töten. Warum? Ich will aber nicht. Das ist doch gemein. Ich will keine Fische töten. Piu. Piu. Was auch immer ich jetzt eingesammelt habe. Knochenkeil. Was auch immer. Jawohl. Einen tieftraurigen Fisch. Jetzt munter ich sie auf, indem ich sie töte. Das ist irgendwie nicht so ganz das, was ich mir erwartet habe. Gedacht habe. Wie auch immer. Hallo? Ich will den da noch haben. Gib mir den. Jetzt! Hallo? Es geht nicht. Gut, nehm mal den da. Geht auch nicht. Warum nicht? Ich will den angreifen. Hallo? Lass mich dich. Kann ich den nicht? Hallo? Doch, jetzt. Ich hätte ihn vorerst anklicken müssen. Palim Palim, 3 tieftraurige Fische. Ab zurück zu ihr. Ist im Prinzip nichts übermäßig Spannendes, muss ich feststellen. Es ist so, ja, ich habe dies und das festgestellt, töte das, komm zurück. So, dann gehe ich zurück, quatsch ein bisschen mit denen. Ja,
ich habe das und das festgestellt, geh dahin, komm zurück. Ja, das ist das Problem, wenn es eine Questreihe, um eine Questreihe geht. Hallo? Ich dachte, die hätten das gefixt, damit man nicht mehr gegen Wände rennt. Super. Richtig gut, richtig gut. Offensichtlich glaubt dieses Ding gerade, dass ich fliege. Warum auch immer es das denkt. Naja, ist egal. Jetzt bin ich ja so gut wie da. Puh. Ja, wenn das jetzt die einzige Quest ist, die ich hier gefunden habe, ist blöd. Weil irgendwie finde ich keine anderen mehr. Das Problem ist, dass ich auch nicht nach Perfect World komme. Ich bin ja immer noch in dieser Anfangswelt. Und ich habe echt keine Ahnung, wie ich jetzt in die eigentliche Welt komme. Das ist immer das ist auch damals das Problem gewesen, dass ich irgendwie keine Ahnung hatte, wie weit ich... Trunkball dafür ist also nicht dafür verantwortlich. Wir müssen also eine andere Erklärung finden. Tun wir das doch. Ist das geistige Bildung? Nein, geistige Bildung ist orange. Ich habe keine Ahnung. Hier ist es schöner als im Himmel. Wasserprobe. Wenn es Wasserkreaturen sind, die davon betroffen werden, dann werde ich eine Wasserprobe nehmen. Geh zum Fluss im Süden und sammle drei Wasserproben an verschiedenen Stellen des Flusses für mich. Klar doch. Oh, ah, oh, aha. Jetzt muss ich diese drei Orte ablaufen. Ist ja spannend. Wie gesagt, bei dem letzten Mal, als ich das gespielt habe, oder als ich es jetzt auch mit Ekalavia und Pascal als Together Let's Play angefangen habe, damals, vor langer Zeit, da haben wir ja auch in einem anderen Startgebiet angefangen. Und da gab's ja, da war das ja schon so weit gepatcht, dass es da dieses spezielle Anfangsgebiet gab. Und ja, das war irgendwie problematisch insofern, dass wir die ganze Zeit über gequestet haben, die ganze Zeit über da irgendwelche Ausrüstung gesammelt haben und irgendwie irgendwann nicht mehr wussten, wann kommen wir jetzt nach Perfect World. Irgendwann, klar, hat sich dann ergeben, dass wir halt doch dahin kamen. So, erstes haben wir. Nächstes holen wir uns da vorne. Aber irgendwie haben wir auch eine Zeit gehabt, wo wir dann verstärkt nach Quests suchen mussten, weil es einfach keine mehr gab. Was ich allerdings bei der anderen Startwelt viel cooler fand, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe, die andere Anfangswelt, die es vorher gab, die war so eine Art Tutorial. Da hat man, da hat man durch die Quests, die man bekommen hat, das Spiel kennengelernt. So, man musste ja diese, ich glaube, 8 oder 18 Krieger musste man dazu überreden, zu Perfect World zurückzugehen, um da den Krieg gegen diese Wraith zu unterstützen. So, und indem man diese verschiedenen Personen angesprochen hat, hat man von denen quasi als Dankeschön, dass man sie darauf hingewiesen hat, dass sie wieder gebraucht werden, als Dankeschön hat man dann immer so ein bisschen das Spiel erklärt bekommen. Am Anfang zum Beispiel hat man erklärt bekommen, was die Ausrüstung zu bedeuten hat, hat dann eine mega awesome Ausrüstung zusammengesammelt bekommen von diesen komischen Typen, hat dann auch eine unglaublich geniale Waffe bekommen, hat dann aber im Zusammenschluss damit auch immer erklärt bekommen, wo bekommt man diese Sachen her und an wen muss man sich wenden, um diese Sachen zu bekommen. Dann hat man natürlich auch so einen Flugapparat bekommen, hat erklärt bekommen, wann bekommt man den und wie bekommt man den und wo kann man sich auch bessere holen und keine Ahnung. Ist hier so. Dann hat man auch ein Reittier bekommen, hat genau erklärt bekommen, von wem bekommt man das. Hat da nochmal erklärt bekommen, was muss man beachten. Man muss das Tier ja auch füttern und sonst wird es halt, kann es halt nicht aufsteigen sozusagen. Und das war halt cool, weil das Ganze halt mit dem Tutorial verbunden war. Das ist hier überhaupt nicht mehr der Fall, leider. Meine Analyse des Wassers deutet darauf hin, dass eine unnatürliche Energie für irgendwo stromabwärts dafür verantwortlich ist. Von irgendwo stromabwärts. Ich vermute, dass der Ursprung dieser Energien im Gottesaugesee liegt. Die Sache scheint wirklich ernst zu sein. Ist es wirklich so schlimm? Okay, kümmern wir uns drum. Hier ist es schöner als im Himmel immer noch. Dankeschön. Die Wasserproben weisen darauf hin, dass das Problem aus dem See von Gottes Auge herrührt. Begebt euch dorthin und untersucht das Problem. Ich hole schnell meine Schwimmflossen. Was? Okay, den Humor haben sie wirklich überarbeitet. Das finde ich sehr, sehr cool.
Ich muss schon zugeben, dass es die Antworten, die habe ich mir aber vorher nie durchgelesen. Ich weiß halt gar nicht, ob die diesen Humor vorher schon hatten. Ich finde das auf jeden Fall total genial. Okay, wo muss ich jetzt hin? Dauert das wieder länger? Jein, also es ist hier eigentlich ganz in der Nähe. Jetzt muss ich aber. Ja. Ich muss den Part auch gleich wieder beenden. Also was heißt gleich? Ich glaube, ein, zwei Minütchen habe ich noch. Mache ich die Quest hier noch zu Ende. Ja, wie. Ach du meine Fresse! Guckt euch das an, wie viele NPCs hier rumlaufen. Heilige Scheiße. Aber die sind alle da oben. Wie komme ich denn da hoch? Da komme ich gar nicht hoch, wa? Geht zu. Ja, und jetzt? Ja, ist cool. Okay. Dunkelschattenqualle. Ach, sind das die Dinger? Ja, okay. Ich muss Schatten töten. Oh, die sehen cool aus. Die sehen mega gut aus. Damn. Also herausfordernd sind die Mobs hier am Anfang wirklich nicht. Das kann man nicht sagen. Hallo? Da unten ist noch eine. Ist mir egal, ich nehme jetzt die. So. Die sind absolut, wirklich absolut keine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob es irgendwann auch mal zu größeren Mobs kommt. Ich habe, wie gesagt, ich glaube, ich habe ein einziges Mal hier so eine Instanz versucht. Und bin dann aber. Zuerst kam ich gar nicht rein, weil ich gar nicht gecheckt habe, was das überhaupt ist. Und was eine Instanz ist. Surprise, surprise. Mittlerweile weiß ich's. Und weiß, dass man da in der Regel mit einer Gruppe reingeht. Jetzt weiß ich auch, was diese ganzen Suche Mage, Suche Tag in dem Chat immer zu bedeuten hatten. Das wusste ich vorher nicht. Ja, ich weiß, ich bin ein Noob. Das nächste Mal bin ich dann mit zwei anderen Leuten reingegangen. Wir hatten halt keine komplette Gruppe zusammen, sondern wir waren zu dritt. Ich war halt immer der Heiler, weil ich einen Kleriker hatte auf, ich glaube, Stufe 40, irgendwie so in dem Dreh. Wir sind aber leider nicht sehr weit gekommen. Wir sind halt ständig gestorben. Ich kam als Kleriker mit dem Heilen überhaupt nicht hinterher. Ich war auch noch nicht der beste Healer, muss ich dazu sagen. Aber ich war eigentlich schon relativ zufrieden damit. Und das Problem war halt einfach, wir waren zu dritt. Das hat überhaupt nichts gebracht, da zu dritt reinzugehen. Dementsprechend habe ich noch nie eine Instanz in Perfect World wirklich richtig gemacht. Beziehungsweise, ja, habe es noch nie wirklich durchgezogen, so eine Instanz. Allerdings, jetzt renne ich wieder gegen die Wand. Ist das euer Ernst? Hallo, Manu. Na, ist egal. Allerdings würde ich das ganz gerne dann bei Gelegenheit irgendwann mal versuchen. Mal schauen, ob sich hier dann Leute finden, die mir dabei helfen. Solch dunkle Kräfte, dass er sie solch mächtige dunkle Energien ausströmt, muss bedeuten, dass der Schalenseehai sich in den Gewässern des Gottesauge, von Gottes Auge aufhält. Schalenhai-See spricht es schnell dreimal hintereinander aus. Schalenseehai, nicht Schalenhai-See. Ist egal. Ich bin selber zu blöd dazu. Ja, und jetzt? Dein Ernst? Ach, da hinten. Ach, da haben wir jetzt die nächste. Oder sind die. Waren die schon immer blau? Bin ich jetzt so neben der Spur hier? Nein. Farbenmaske. Jetzt hat die nächsten Quests. Okay. Also ich habe auf jeden Fall die nächsten Quests gefunden. Das hat, glaube ich, nichts mit Daily Quests zu tun. Die sind anscheinend einfach blau auf einmal. Okay, und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Es war zwar wieder so ein Part, wo man einfach nur laufe dahin, töte dies, komm zurück, laufe dorthin, töte dies, komm wieder her. Es war halt im Prinzip nichts anderes. Ich habe ein bisschen gequatscht. Das ist alles. Es ist halt nichts wirklich super Spannendes im Moment. Aber wie gesagt, ich habe halt auch keine Ahnung, wie ich aus diesem Gebiet jetzt rauskomme. Ich gehe immer davon aus, dass ich diese komischen heiligen Biester alle töten muss. Ich weiß nicht genau, wie viele es davon gibt, aber ich gehe davon aus, dass ich das tun muss. Und bis ich das geschafft habe, werde ich wohl in dieser Welt festsitzen. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, das wird sich bald, es wird bald mal ein bisschen spannender. Aber wie gesagt, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Da sind wie immer wichtige Links drin. Und meine Hilfe umkreist mich hier. Das macht mich nervös. Mensch, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.